Herzlich willkommen zu Part 2. Hier noch ein Trick, wie ihr eure Texture Art Pieces noch aufwerten könnt. Und zwar hat man ja so kleine Farbflächen, die eben durch die Spachtelmasse entstehen. Und wenn man da einfach mit einem Pinsel flächig Farbe aufträgt, dann ergeben sich auch super interessante Kompositionen. Ich habe hier zuerst mit einem Dunkelblau gearbeitet und bin dann noch mit Weiß rübergegangen. Ihr könnt zum Beispiel auch noch leichte Details hinzufügen. Das ist eigentlich wirklich Kunst, die jeder kann. Und ich liebe solche abstrakten Art Pieces. Jesus.